Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Victory Fire Nuzlocke Part. Im letzten Part haben wir... eine Begegnung mit Victini gehabt, haben einen komischen Kampf gegen ein Zorak mit Schwert gehabt. Wir haben Engin natürlich getroffen, oder war das schon vor zwei Parts? Auf jeden Fall haben wir Vince Pläne durchkreuzt, aber natürlich hat er immer noch Reshiram und ja, wir haben auf jeden Fall herausgefunden, dass wir safe, der Auserwählte von Victini sind, denn es hat uns gerettet. Aber Leute, wir haben ja im letzten Part zwei Eier bekommen, die wir ausgebrütet haben mussten. Das habe ich offscreen getan. Wir haben Lull, Lapras, der Name Lull, denn ich hätte nie gedacht, dass wir einen Lapras in ein Ei bekommen. Richtig sick. Und dann noch Togepi, das Whisky. Ihr wisst schon, im Anime hat Misty ein Togepi, aber weil es männlich ist, wollte ich einen Namen haben, der wie so ähnlich ist wie Misty, und da kam Whisky raus. Keine Ahnung warum. Bei unserem Team hat sich nichts verändert, zum Glück ist kein Pokémon gestorben. Und ich würde sagen, die Reise geht mal weiter. Ach ja, warum ich in Emma Yellowtown bin, das habe ich noch nicht gesagt. Links von Emma Yellowtown konnten wir ja nicht weiter, aber dieses Mal konnten wir ja weiter. Aber Leute, ich musste den ganzen Weg zurückgehen, obwohl wir im letzten Part die VM Fliegen bekommen haben. Und Leute, das Schlimme ist, man kann erst die VM Fliegen außerhalb eines Kampfes benutzen, wenn man, haltet euch fest, den nächsten Ohren hat. Richtig dumm gemacht vom Spiel. Es gibt in dieser Stadt sogar eine Arena, aber die können wir erst später machen, eine Giftarena. Der Arena-Leiter oder die Arena-Leiterin ist gar nicht da und deshalb können wir die Arena nicht machen. Aber richtig verarscht irgendwie, finde ich. Kein gutes Game-Designing, dass man extra zurückrennen muss. In Pokémon ist das nervig. Wenn man nicht speeden könnte, wäre das wirklich schlimm. Ich brauchte trotz Speeden eben noch 5 Minuten. Und das heißt schon etwas eigentlich. Aber nun gut. Hier haben wir auch zum Beispiel Lily, das erste Mal getroffen mit ihrem Vater. Ist ihr Vater eigentlich hier? Lily, okay, ja. Wie gesagt, und jetzt geht es weiter. Im Snowy Path. Ja, hier können wir dieses Mal weiter. Snowy Path, okay. Hier dürfen wir ein neues Pokémon fangen. Ein Eis-Pokémon. Wir haben schon ein Eis-Pokémon mit Lapras, aber generell über ein weiteres Eis-Pokémon würde ich mich nicht beschweren. Schnäppchen auf Level 50. Interessant, das sind wir schon underleveled, aber das passt ja auch schon. Die Yugong. Ach egal, wir haben den... wisst schon, den guten... ach, Drachentypen deshalb sind was Tacken normal effektiv. So. Gibt es hier ein wildes Pokémon oder gibt es extra dafür ein Gras? Und welches Pokémon halten wir im Snowy Path? Es ist ein Petsneef. Oh mein Gott. Ich habe die 5. Gen nicht oft durchgespielt. Ja, aber öfters als die 6. Gen war es auf jeden Fall. Aber ich habe nie Petsneef benutzt. Wartet mal. Ich glaube, ich habe schon Schwarz-Weiß habe ich sicher 3-4 Mal durchgespielt. Schwarz-Weiß 2. Zweimal, genau. Aber... ich hatte nie einen Petsneef. Den Petsneef kann man erst nach dem 6. Orden. Aber nun, so Petsneef. Du bist weiblich. Wie nennen wir dich? Schneefi? Schneefi, nein. Nie. Ach, keine Ahnung. Wir nennen dich Schneefi. Keine Ahnung warum, aber wir nennen dich einfach Schneefen. Nein, wir nennen dich Schnee. Schnee. Keine Ahnung warum. Aber ich will Petsneef eigentlich mal benutzen. Wir haben jetzt 5 oder 6 Orden, das interessiert mich gerade. Wir haben 5 Orden, okay. Was kommt nach vorne? Ich glaube, wir setzen Eide nach vorne, denn wir werden wahrscheinlich gegen Eis-Pokémon hier in dieser Route kämpfen. So, Zink geben wir auch noch schnell wem. Und dann werfen wir noch ein Super Repel an, füllen unser Glurak an. Dann erkunden wir die Route einfach mal weiter.
Und ihr habt den Sneebel. Sehr schön. Glaceon. Fun Fact. Glaceon hat den stärksten Eisstrahl bis auf Megarex Blizzard. Den Glaceon, also... Wie hieß Glaceon nochmal im... Fulipurba war die Pflanzenentwicklung von Evoli. Aber wie hieß nochmal... Glaciola, ja, so ist es. So ist die Eisentwicklung von unserem Evoli, ein Evoli. Ja. Das hat den stärksten Non-Mega-Eisstrahl. Denn es ist das Eis-Pokémon mit dem zweithöchsten Spezialangriff. Den höchsten, wenn man Mega-Rex bisher nicht dazu rechnet. Richtig cool. Das ist etwas Besonderes, hatte in der 5. Gen. Was ist das? Ein Max-Eater, ein verstecktes Item war es. Okay. Farblu, interessant. Pillowsmine. Dafür haben wir Gyarados. Ich bin schon gespannt, ob sie noch ein Mammutl hat. Ninetales. Charizard. Ich glaube, die nächste Arena-Leiterin ist eine Eis-Arena. Da sind wir nicht gut aufgestellt. Okay, die zwei könnten raus für Hundemon zum Beispiel, aber wir haben so coole Pokémon jetzt auf der Box, schon ein Lucario zum Beispiel, oder, ja, sehr viele Flug-Pokémon auf jeden Fall mit Drifflon zum Beispiel auch noch, also, ja, wir haben sehr coole Pokémon auf der Box, Magma, ja, Magma wäre auch mal cool auszuprobieren, aber solange wir Glurak als Feuer-Pokémon im Team haben, werden wir sowieso kein anderes Feuer-Pokémon benutzen, außer wir haben zu wenig Pokémon. Und das heißt, erst wenn Glurak stirbt, dann werden wir ein anderes Feuer-Pokémon nutzen, denn wie gesagt, Glurak ist mein Lieblings-Pokémon und deshalb kommt es immer ins Team. Und komischerweise habe ich schon öfters erzählt, aber dieses Pokémon bekomme ich öfters in Nuzlocke Challenges. Dreimal oder zweimal sogar als Starter, fand ich richtig cool. So, Kadabra, Drachenglau und weg mit dir, sehr schön. Haunter, Alpollo. Sehr schön. Wir werden jetzt mal alle auf 51 trainieren. Welchen Weg müssen wir gehen? Das ist wahrscheinlich der richtige, oder? Ist das ein Trainer? Lalala, ich suche für Items, die mich glücklich machen, die mich reich machen. Wir haben den Item von Feinde gefunden. Den Item-Radar im Deutschen. Itemfinder, grob im Deutschen übersetzt. Okay, aber es hat einen viel schöneren Namen im Deutschen, Item-Radar. Aber ich, generell finde ich, dass die deutsche Sprache eigentlich keine schöne Sprache ist. Explosion, oder? Ich habe immer Angst, dass Weezing Explosion benutzt. Einfach wegen Hard Gold. Deshalb sind wir gerade in Ambitroa-Pokémon rausgewechselt. Wo waren wir gerade nochmal? Ach ja, dass die deutsche Sprache generell nicht so schön ist. Ich finde die englische Sprache viel schöner. Zum Beispiel in Pokémon Competitive benutzt man ja öfters, wenn ich Solo spiele, meistens englische Wörter wie Wallbreaker Pivot. Und ja, ich finde die englische Sprache einfach viel schöner. Aber ich finde auch generell, es kommen die deutsche Pokémon-Tuber-Szene, YouTuber-Pokémon-Szene, so könnte man sagen. Sie holt sich sehr viele Begriffe vom Englischen. Ja, würde ich schon so sagen. Doppelkampf. Gyarados und... Ja, ich habe Bock auf Dodri. Auch wenn Dodri vielleicht ist... Nein. Ja, Dodri und Nyxpert werden wir vielleicht in diesem Part nicht so oft nutzen. Einfach, da sie hier, wie man sieht... Eis-Pokémon benutzen. Donnerblitz auf das Europe und... Stärke reicht nicht immer aus, um das Petsnief zu besiegen. Ja, zum Beispiel hier schon wieder. Die Trainer sind hier auf Level 52, 50, um dann sagen wir 50 einfach mal. Und die wilden Pokémon sind circa auf Level 37, 38. Finde ich enttäuschend. Mugwort Village. Dort müssen wir auch hin. Dort ist die nächste Arena. Man hätte die wilden Pokémon hier auf ein
zwischen Level 40 und Level 45 anpassen sollen. So, was sagen die Leute hier? Ich bin hier, um Medizin zu kaufen. Eiscreme. Okay. Wie gesagt, immer wenn wir in einer Stadt sind, erkunden wir zuerst die Stadt, denn vielleicht bekommen wir ja irgendetwas geschenkt. Als ich jung war, nannte man mich den Mann der Natur. Ich war ein starker Bodentyp-Trainer. Möchtest du wissen, warum ich stärker als meine Freunde war? Ja, das ist meine Geheimwaffe. Lass da. Okay. Gehen wir in den Supermarkt, verkaufen etwas und warum gibt es hier zwei Supermärkte? Oder sehe ich das richtig? Oder nein, hier auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich bekommen wir von ihnen Pudersand. So, was können wir Schönes verkaufen? Nugget? Haben wir... Ich glaube, wir haben noch etwas. Was können wir noch so Schönes verkaufen? Leider noch nicht so. Lass mich grad, von dir bekommen wir Pudersand. Das war deine Geheimwaffe, oder? Softsend, ja, ich wusste es ja. Lol, ich dachte schon, er redet von Crowdon und er schenkt uns einen Crowdon. Das wäre crazy gewesen. Meine Schwester hat sehr viele niedliche Pokémon. Sie hat mir versprochen, sie gibt mir ein Pikachu. Mir ist es egal, ob meine Pokémon stark sind oder nicht. Und was ist das? Das kann man hier Vitalkorn für solchen Zeug kaufen. Herbshop. Ja. Ich müsste jetzt ein paar Items verkaufen. Softsand. Wartet, wir gehen jetzt einfach mal. Glurak. Statt der Zitrusbeere die Holzkohle. Und Tor statt der Zitrusbeere einfach mal den Magneten. Dass die Step-Attack um 20% verstärkt werden. Und wir können uns dann 41. Hypertränk um 800 Euro kaufen, könnte man sagen, durch eine Kraftwurzel. Lord. Oh, sie. Warum reden die von N? Mein Bruder war ein Team Blasen-Mitglied, aber. Hat Team Blasen verlassen, weil. Holy shit! Well, Hermit! N besiegt das. Holy shit, wir bekommen jetzt ernsthaft einen Mudkip. Ist das wirklich so? Haben wir jetzt einen Hydropi bekommen? Ist das wirklich so? Oh, lol. Timid, Stimms, wie es mir angriff, wenig Special Attack, wow. Aber Leute, ein Hydropi, richtig cool. Ich freue mich über dieses Pokémon. Das ist eine kleine Stadt, aber man kann hier höher finden. Okay, ja, ich dachte, bevor wir die Arena betreten, müssen wir einen Rivalen bekämpfen, aber nein. Mein Bruder glaubt. Okay, sie glaubt noch nicht. 150 Pokémon. Bekommen wir etwa von ihnen. So, aber die Stadt erinnert mich irgendein Lobwechsel völlig. Einfach, da statt dem Schnee, Rauch hinunterfallen würde. Und was ist da? Kleiner. Vielleicht braucht man hier Geheimpower. So, das ist eine neue Route und hier können wir Pokémon fangen und die Pokémon hier sind auf einem sehr, sehr hohen Level. Togekiss. Tor. Ja, Katte, wir sind zum Glück schneller bei Togi. Oh, Mondgewalt Togekiss. Oh lol. So, Luxtra und Gyarados, wenn das ein Doppelkampf ist. Was sagen sie? Eine Lawine ist Mount Snowy passiert, so du kannst hier noch nicht weiter. So, aber es gibt noch einen anderen Weg, wo wir hin können. Ich könnte offscreen die Pokémon trainieren. Wäre das eine Idee? Und was sagen die da? Okay. Egal. So. Hier können wir noch nicht weiter, müssen wirklich den Orden haben. Das heißt, Glurak, du wirst uns MVP sein. Dich werden wir am öftersten benutzen. Also, go. Nein, das ist schon wieder ein dummes Eisrätsel.
Oh mein Gott. Obwohl ich muss sagen, ich war nie wirklich schlecht in solchen Eisrätseln. Auf Level 54. Lol. Auf welchem Level ist denn das Ass? Also ich könnte wirklich die Pokémon offscreen trainieren. Man könnte sogar sagen, auf Level 55. Ja, safe auf Level 55. Das könnte ich wirklich machen, aber wenn ich das mache, dann werde ich wahrscheinlich, wenn wir ein neues Team wahrscheinlich haben, kann ich mir vorstellen, vielleicht Thumpex. Ja. Ice Punch, ist es denn fucking ernst? Mundgewalt. Oh mein Gott. Was sind denn das für Trainer? So. Europe, dafür haben wir natürlich unser Tor noch. Donnerblitz, weg mit dir. Sehr schön. Und Dugong, Dugong. Ich habe immer Angst, dass Dugong Eiskälte einsetzt. Ich habe immer davor großen Respekt, muss ich sagen. Und Tor entwickelt sich. Oh mein Gott. Wir brauchen einen Stromisierer. Ich glaube, in der Voltec bleibt es safe im Team. Denn ich habe noch nie in Ele Voltec probiert. Mag man safe auf Ele Voltec? Weiß ich gerade nicht mehr. Gratulation, dein Tor wurde zu einem Ele Voltec. Sehen wir. 171 Angriff. Oh mein Gott. Luxrad aber auch ein sehr hohen Angriff. Garados auf. Wow. Alola Volona, okay. Kann es sein, dass die Arenaleiterin ein Aura Wheel hat? Aura Wheel, ihr wisst schon. Pillowswine. Garados. Wahrscheinlich hat die Arenaleiterin, wie wir sie hier sehen, ein Alola Volona, natürlich, wie man hier sieht. Dann wahrscheinlich noch ein Mamuttl natürlich, ein Snibonan, Rex Bizarre, das sind solche Standard-Pokémon. Kupchu Petsleaf. Was hat denn das für komischen Namen? Auf jeden Fall werde ich die Pokémon auf Level 55 trainieren. Die Trainer waren hier ja schon auf einem sehr hohen Level. Deshalb werde ich die Pokémon safe auf Level 55 im nächsten Part trainieren. So, aber Leute, wir heilen jetzt noch unsere Pokémon und welche Pokémon können wir jetzt noch ins Team nehmen? So, auf welchem Level entwickelt sich Lucario? Das ist die Frage. Aber Leute, ich denke, Dodrio und X-Bad kommen raus dem Team, wenn Glurak X fliegen kann. Okay, Dodrio und X-Bad kommen wahrscheinlich raus gegen Dick. Das so passt das schon. So. Aber auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Im nächsten Part geht es gegen die sechste Arena-Leiterin. Bis dann. Ciao.